Kleine Musiker ganz groß auf der Bühne im Museumshof von Kammern. Beim Liesingtaler Advent, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut, gaben die Schüler und Schülerinnen der Musikschule Mautern im Liesingtal und St. Peter Freienstein weihnachtliche Klänge zum Besten. Kultur und Weihnachten, wie wichtig ist das für dich, dass der Liesingtaler Advent hier in Kammern stattfindet? Ja, uns freut es besonders und da sind wir dankbar, dass die Musikschule Mautern eben diese Einstimmung Liesingtaler Advent kurz vor Weihnachten hier im Museumshof in Kammern durchführt. Das ist das dritte Mal und wir haben es für nächstes Jahr schon wieder im Terminkalender drinnen. Es ist einfach für uns eine Aufwertung und ich glaube von dem her, dass Kammern viele Veranstaltungen vor dem Heiligen Abend hat, zeigt, dass sehr wohl Bedarf gegeben ist, dass die Besucherinnen und Besucher gerne nach Kammern kommen und vor allem das Ambiente im Museumshof ist schon ausgezeichnet. Wahrheit. Da alles unterschiedlich viele Seiten, der Mensch wird stets um Wahrheit streiten. Es kommt auf seinen Standpunkt an, von dem er sie betrachten kann. Erkenntnis. Mancher sagt, der Mensch sei schlecht. Zugegeben, er hat recht. Noch aber wäre es nicht zu spät, wenn er nur bald das Gute tät. Zum Abschluss sangen die Besucher gemeinsam mit den Musikern und Musikerinnen »Süßer die Glocken nie klingen«.